weiter mit dem dritten Teil, das ist Minecraft EKG Let's Play, also Eisen, Gold, Kohle. Erstmal muss ich natürlich ein paar Steinchen wegpacken, weil mein Inventar so voll ist. Diamanten können auch weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das Eichenholz kann weg, ich benutze im Moment nur Fichtenholz. Golderz kann erstmal weg. Die Schere kann weg. Obwohl, wenn ich einen Minenschacht finde, dann kann ich die ja vielleicht verwenden. Nein, doch nicht. Ich hab ja schon. Einmal nehme ich mal mit. Eisenbarren. Pack ich mal ein bisschen weg. Granit brauche ich nicht. Eisenerz brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ei brauche ich nicht. 8 Pfeile brauche ich nicht. Spitzhacken. Und so viel Erde brauche ich auch nicht. Und schon ist mein Inventar wieder relativ leer. Aber ich habe noch Birkenholz. Birkenholz und das verrottete Fleisch. Aber dann brauche ich noch eine Truhe. Dann habe ich schon so viele Sachen, die ich hier wegzupacken Zack, jetzt sind die Sachen da oben alle. Jetzt brauche ich noch mal dies hier. Die Hacke brauche ich auch nicht mehr. Aber die Nahrung nehme ich mit. So kann ich dann losziehen. Das mache ich jetzt nur ein bisschen aus Sicherheitsgründen zu mir, dass ich da nicht rein kann. Jetzt grabe ich erstmal hier weiter. Runterkommen ist ganz einfach. Hier war ja das Höhlenende. Hier reiche ich mal in die Richtung weiter. Und wieder Redstone finden. Mach den Raum mal. Ah, jetzt habe ich natürlich meine Fackel mitgenommen. Ach. Hatte ich ja den Rest erstmal weggepackt hier. Dann grabe ich mal hier ein bisschen Eisen und Gold heraus. Hier brauche ich erstmal noch keine Fackeln zu setzen. Sehe alles in einer Höhle hier, wo ich jetzt hier frei grabe. Ah, hier ist aber auch viel Eisen. Und jede Menge Gold und Eisen. Alles für späteren Schienenbau gedacht hier. Ohne Fackeln hier trotzdem noch was abzugraben. Nur keine Fackeln. Hier muss ich noch ein bisschen eine hinsetzen. Dass da nicht zu dunkel wird. Und hier irgendwo Wasser vorkommen. Hier ist nur die Lava. Ach, da waren ja noch Diamanten, die ich nicht abgebaut habe. Die restlichen Diamanten noch abzubauen. Die Lava ablocken von den Diamanten.
In der Lava sind meistens Diamanten. Die Dunkelheit. Ich muss ja also noch bald Fackeln setzen. Das ist ebenfalls Dunkelheit. Die ist überall noch Dunkelheit. Jetzt hier schon die Lava. Da hinten. Jetzt diese treppenstufenartig abbauen. Jetzt gehe ich nochmal wieder hoch, damit ich schon mal vielleicht einen extra Brennraum oben mal bauen kann. Also oben baue ich mal einen extra Brennraum, der dazu gedacht ist, um das ganze Eisen und Gold und so mehrere Stacks gleichzeitig zu verbrennen. Und die Kohle habe ich bisher kaum getroffen hier. Da bin ich bisher kaum auf Kohle gestoßen, deswegen muss ich wahrscheinlich ganz viele Holzkohle produzieren, dass ich die Holz abholzen, um dann die Holzkohle herzustellen, um das alles zu verbrennen. Was ich da alles mit Eisen und Gold abbaue, da können da schnell mehrere Stacks zusammenkommen. Also 64er Stacks können da schnell einige rauskommen. Und wenn ich nach oben gehe, geht immer noch schnell die Nahrung. Und die Hungerleiste geht dann immer schnell zurück. Wenn ich hier hochgehe. Gebratenes Schweinefleisch. Das sind alles die ganzen. Der extra Brennraum, den könnte ich hier hinbauen. Hier hätte ich ja irgendwie was runtergegraben und da war irgendwie so. Hatte ich nach Zombie gesucht und Part 1 war das. Kann ich jetzt hier schon mal den Brennraum hinmachen. Hier ist so viel Eisen unter ihr, unter meinem Haus. Kann ich die Eisenspitzhacke nochmal aufbrauchen? So, will ich hier noch 16. Könnte langsam mal abends gehen draußen. Dürfte jetzt nachmittags oder abends sein draußen. Die Sonne geht unter. Ich werde bald schon mal wieder schlafen. Jetzt sollte ich dann durch den Brennraum erstmal noch ein paar weitere Öfen herstellen. Und da, sage ich mal, drei weitere Öfen für den Brennraum. Öfen sind ja stackbar. Kann man auch direkt nebeneinander platzieren. Sonst kann ich ja erstmal das ganze Eichenholz, das ich mir gesammelt habe, zum Beispiel hier verbrennen. Sagt, das ganze Eichenholz kann schon mal rein. Das sind 56 Stück Eichenholz im Ofen. Und hier habe ich schon wieder ein bisschen Granit und Anhydrit aufgesammelt. Das Eisenerz, das kann ich schon mal. Das Eisen- und Golderz, das hole ich schon mal alles raus. Und pack das in eine extra Truhe rein. Das zu verbrennende Zeugs kommt da alles rein. Unten in den Brennraum. Und hier rechts von den drei Öfen ein. Was alles verbrannt werden muss. Das heißt, erstmal nehme ich erstmal 364er Stacks raus. Pack die schon mal hier oben rein.
Dann kann das mich dann schon mal alles verbrennen, wenn ich genug Brennstoff habe. Ich werde erstmal da. Da wird der Brennstoff erstmal so lange reichen, dass aus dem Holz die Holzkohle hergestellt wird. Es wird Nacht. Das heißt, ich muss erstmal schlafen gehen. Zack, jetzt habe ich geschlafen. Und ich muss Monster spawnen. Da sind ebenfalls Birken und normale Bäume. Ich bin aber hier in einem Fichtenwald gespawnt. Jo, heißt hier Tiger, aber keine Tiger mit Schnee. Es gibt ja auch Tiger mit Schnee. Das ist da diese Cold Tiger oder Frozen Tiger. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Da ist ein Lavasee. Ich könnte erstmal auf einen Lavasee. Ich habe ja so viele Lavaseen bei mir in der Umgebung. Da könnte ich zumindest mal einen Lavasee mit Wasser voll machen. Weil denn in den See dann hier. In den See hier erstmal noch mit Wasser zuzufluten. Flute ich mal den See mit Wasser. Zack, Obsidian entsteht dann nämlich. Nämlich ohne Haar, weil der nämlich mit Haarschreck ist dämlich. Der nämlich mit Haarschreck ist dämlich. Also nämlich ohne Haarschreck. Ich baue schon mal ein bisschen Obsidian ab hier. Ich glaube, das Wasser kann ich auch jetzt mal wegnehmen hier. Obsidian abbauen. Das ist eine relativ lange und schwierige Sache. Was trotz Diamantspitzhacke 10 Sekunden dauert, einen so einen Block abzubauen. Wie lange dauert das denn, einen so einen Block abzubauen, wenn man überhaupt kein Werkzeug hat, also dass man das mit der Hand abbaut, dann dauert es bestimmt eine ganze Minute, das abzubauen. Oder 50 Sekunden, das so einen Block abzubauen, das zerspringt dann allerdings einfach. Das scheint aber nur ein Block tief zu sein, der Lavasee. Wie viele brauche ich denn? Also ich brauche ja 14 für ein Portal, also ich mache mal 14 komplett durch das Portal. Und dann brauche ich nochmal 4 für einen Zaubertisch, das heißt 18. 18 Obsidian-Blöcke werde ich hier abbauen. Blöcke um sie abzubauen dauert dementsprechend 3 Minuten. Hundertachtzig Sekunden sind 3 Minuten. Jetzt muss natürlich das Wasser nochmal hier. Zack, mal am besten hier die komplette Lava weg hier. Zack, jetzt ist die ganze Lava weg. Ich habe schon mal 13 Obsidian, das heißt, muss noch 5 abbauen. Nein, 4 muss ich abbauen. Jetzt noch 4. Um auf 18 zu kommen. Ist eigentlich das Praktische, wenn man Lavaseen direkt vor der Haustür hat. Ich habe ja die Lavaseen-Seltenheit, glaube ich, auch ganz niedrig gestellt, auf 10. Das ist der maximale Wert hier, den man einstellen kann. 15 Minuten schon mittlerweile. Erstmal hier
noch die beiden weiteren Seeds einpflanzen. Aber erstmal brauchen wir natürlich noch die Hacke und wir sind auch, glaube ich, eine Baumzuchtfarm hier machen. Das ist dieser Lava, den ich jetzt so gemacht habe. Ist dann hier auf die Fläche ein bisschen weiter. Und das sind direkt auf die 4x4, die man maximal machen kann. Das sind 2x2. Das sind jetzt 3x3. Das ist jetzt 3x3. Das ist dann 4x4. Das sind jetzt hier 4x4. Hier schon mal, wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Brennstoff hier. Jetzt kann ich 24 Holzkohle-Dinger reinpacken. Jeweils hier dritteln hier. Hier dann nochmal 4 rein und hier nochmal die 8. Dann kann ich mal das alles brennen. Jetzt ist natürlich noch mehr Brennmaterial. 5 Eisen und 64, nein, andersrum, 5 Gold und 64 Eisen, was da noch rein soll. Und was wollte ich nochmal mit dem Eichenholz, habe ich ja jetzt in Verbrennung. Nein, doch nicht. Mit dem Eichenholz werde ich mir erstmal ein paar Zäune herstellen. Ich brauche erstmal ein paar Sticks hier dafür. Zack, jetzt erstmal das Eichenholz verbraucht. Und dann will ich da einen gewissen Raum hier als Baumzuchtgebiet erklären hier. Wo ich Bäume züchte. Er nimmt draußen gerade der Wind zu. Eine leichte Sturmwarnung bedeutet hier bei uns hier auf Friesland ausgegeben worden. Ich wohne ja hier in Ostfriesland. Und das Gebiet mal in der Größe hier. Ich muss natürlich einen Block wegmachen und dafür Zaun Tor hinsetzen. Vielleicht soll ich das für extra für Eichen und Birkenholz erklären. Eichen und Birkenholz könnte ich dann zum Beispiel da züchten, das Obsidian brauche ich gerade im Moment noch nicht. Und nicht da rein, das soll mein Tastaturinventar noch geöffnet hatte. Soll das Eichen und Birkenholz gezüchtet werden? Ich glaube, den Raum werde ich nochmal ein bisschen vergrößern hier. Und dazu werde ich jetzt noch ein paar mehr Bäume in der Umgebung abholzen. Um hier die Fläche zu vergrößern. Wo das Ganze Nachzucht Brennholz entstehen soll. Das ist im Moment hier das Eichen- und Birkenholz, das ist dann sozusagen als Verbrennholz, um die Holzkohle herzustellen. Das ist einfach für die Holzkohleproduktion. Werde ich jetzt noch mit einem Diamanten dagegen hauen. Aber der hat keine besonderen Effekte, wenn man mit einem Diamanten dagegen haut. Es wird schon wieder Abend draußen. Da ist der Baum schon gewachsen. Ich werde dann hier noch eine extra Truhe platzieren. Und das sozusagen als Brennholz. Das ist sozusagen meine zweite Farm. Also, dann nehme ich jetzt mal hier
Von dem Holz hier. Das soll nämlich. Hier kommen die Truhen hin und da kommt immer das Eichen- und Birkenholz rein. Nehmen wir natürlich den ganzen Setzlinge auch mit. Dann müssen die. Oder sogar ein Apfel. Zwei sogar. Ich baue hier noch ein bisschen die restlichen Blätter ab hier. Noch ein Apfel. Und dass die Blätter hier innen drin weg sind. Da kommt immer das Eichenholz, das Birkenholz und dann die jeweiligen Setzlinge noch dazu rein. Ich glaube, die Fläche müsste ich auch bestimmt schnell ein bisschen vergrößern. Also ich bereite das hier schon mal auf eine Vergrößerung vor und das werde ich vielleicht sonst im nächsten Part noch machen. Ich werde erstmal diesen Part beenden mit dem Schlafen. Mit dem Dormieren werde ich ja erstmal wieder den Part beenden. Hoffen wir, dass dieser Part euch gefallen hat. Das zeigt mir mit Liken, Teilen. Eventuell auch ein Favorisieren und auch abonnieren. Und dann sage ich mal et au revoir, also auf Wiedersehen. Bis dann und ciao.